Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ice Ruin Tale mit Elfer von Studio 5 und das hier ist meine Maus. So, die Gruppe hat geruht, sie hat sich wunderschön ausgeruht. Wir haben unsere gefundenen Objekte auch identifiziert, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben hier einen geweihten Morgenstern plus 3. Da wird erstmal allgemein erklärt, was ein Morgenstern überhaupt ist. Das werde ich jetzt nicht noch einmal vorlesen. Bei diesem Exemplar, das ist jetzt die Besonderheit, dieses Exemplar hat einen goldenen Kopf, der magisch verstärkt wurde, um ihn leistungsfähiger und härter als Gold zu machen. 2 bis 8 plus 3 an Schaden, ETB 0, 3. Schadenstyp Wucht, Einprägung von zusätzlich von 2 Priesterzaubern des ersten Grades. Ja, zunächst hatte ich gedacht, den Morgenstern an unseren Zwergen zu geben. Aber vielleicht sollte die Lariel den mal versuchen. Susi denn, kann sie Streitkolben? Das ist jetzt die Frage. Kannst du Streitkolben tragen? Du kannst natürlich Streitkolben tragen. Was hast du denn hier? Selunes Gelöbnis. Das wollen wir natürlich behalten. Die war ja sehr gut hier, diese Waffe. Naja gut, 1 bis 6 plus 2 plus 4 eben gegen Spektral und untote Spektralwesen. 2% Treffer verursachen moralisches Versagen. Das wollen wir mal behalten. Den Hammerflegel, den könnten wir ersetzen. Der hat 4 bis 9. Und dieser hat dann 5 bis 11. So, und dann gucken wir uns mal an, was du dann an zusätzlichen Priesterzaubern jetzt hier hast. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Heiligtum, das hatten wir doch schon mal gehabt. Heiligtum geht auf den Anwender. Na, 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 na. Als ob er unsichtbar wäre. Wer unter dem Schutz des Zaubers steht, kann selbst keine Angriffshandlung ausführen, ohne dass der Zauber gebrochen wird. Ist aber dann entsprechend geschützt. Oder Schutz vor Bösem. Der Segen war ja auch nicht ganz übel. Aber ich denke mal, auf dem unteren Level, ich meine, in den anderen Ebenen kriegen wir ja nichts dazu. Auch wenn das kleine Zauber sind, aber 2 mehr sind besser als 2 weniger, oder? Also machen wir das so. Ja, das ist schon mal schön. So, was hattest du sonst noch dabei? Jetzt die Pfeile der Versetzung. Diese potenziell gefährlichen Pfeile sind extrem selten und treten gewöhnlich nur einzeln auf. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel wir haben, das werden wir gleich sehen. Als Waffe selbst sind die Pfeile katastrophal schlecht. Dafür sind sie umso kürzer als strategische Mittel. Nützlicher als strategische Mittel. Sie wurden häufig von Nahkämpfern, okay, verwendet, die gut mit dem Bogen umgehen können, konnten. Diese schossen zunächst einen Pfeil der Versetzung ab und konnten dann im Nahkampf ein geschütztes Ziel aus nächster Nähe erledigen. Das klingt interessant. Aber minus 3 ETW 0. Naja, Geschoss durch Spitze. Bei einem erfolgreichen Treffer wird der Anwender in die unmittelbare Nähe des Ziels versetzt. Das ist ja super klasse. Elfer? Wow, du hast ja hier lauter Zeugs. Die kannst du mal hier einpacken. Diese Standardpfeile kommen da oben rein. So, was haben wir hier? Pfeile plus 1. Wollen wir das mal eben auffüllen? Pfeile plus 1. So, auch Pfeile plus 1. Pfeile der Verwirrung. Pfeile plus 1. Okay. Pfeile der Durchbohrung. Versetzung ist das, was wir gerade gekriegt haben. Hammerpfeile.
Säurepfeile, Feuerpfeile. Ja, wir können, glaube ich, so langsam auch mal die normalen weglassen, oder? Gut, was hattest du sonst noch? Diesen Beutel. Das sind die Packtaschen des Narren. Eine Packtasche ist eine normale Tasche, die so verzaubert wurde, dass ihr Inneres sich in einen nicht-dimensionalen Raum öffnet. Dieser nicht-dimensionale Raum ist beträchtlich größer als das Innere der Tasche und ermöglicht dem Anwender, Gegenstände aufzubewahren und wieder hervorzuholen, ohne dass diese ihn behindern. Solche Taschen sind extrem selten und auch und aus leicht verständlichen Gründen besonders Abenteurern sehr nützlich. Leider lässt der Zauber dieser Tasche nach und jeder Versuch, einen Gegenstand in die Tasche zu tun, scheitert. Starkes Schütteln der Tasche führt jedoch dazu, dass viele Gegenstände herausfallen. Aha, also wer weiß, was da drin ist. Bei Verwendung erscheint irgendein Objekt im Inventar. Die Tasche darf nur einmal pro Tag verwendet werden. Muss ein leeres Inventarfeld haben. Das ist etwas für Elfer. Das ist ja wohl mal ganz klar. Komm mal her, Elfer. Die Tränke, die kannst du dir schenken. Was ist denn das eigentlich für ein Trank? Wendigkeitstrank, du meine Güte. Steinformtrank. Naja, das kann dir eigentlich nicht schaden, aber den Wendigkeitstrank, das kann ihm vielleicht eher helfen. So, was haben wir noch? Diese Streitaxt plus 2. Echos von Dorntief. Unter den zahlreichen Waffen, die im Schatten des Grates der Welt geschmiedet wurden, sind einige von Zwergenschmieden gearbeitet worden. Diese wunderbare Streitaxt bildet keine Ausnahme. Ihr Material aus und ihre Ausbalanciertheit sind Zeugnis eines sorgfältigen Waffenschmiedes. Die Klinge der Axt ist verzaubert, sodass selbst übernatürliche Wesen mit ihr verletzt werden können. Wie viele aus Zwergenhand geschaffene Waffen ist die Klinge leicht, wodurch ihre Benutzer sie schnell schwingen kann. Die nie stumpf werdende Klinge erlaubt stets saubere Schläge. In Zwergenruhen steht auf dem Griff Dorntief ohne Zweifel ein Zeichen des Schmieds, der die Herkunft der Waffe angeben wollte. 1 bis 8 plus 2 Schaden. Durch Klinge Waffenfertigkeit 8 hast du diese Fertigkeit. Das wäre natürlich schön. Schauen wir mal. Ist aber eine zweihändige Waffe, oder? Nee, einhändig. Ja, dann. 2 bis 8 plus 2. 2 bis 8 plus 1. 2 bis 8 plus 1. Wie sind denn deine Fähigkeiten? Hämmer, Streitkolben, große Schwerter kannst du natürlich. Am besten Äxte hast du gar nicht. Hat überhaupt irgendjemand die Fähigkeit, Äxte zu verwenden? Bislang nicht. Du natürlich nicht. Viel zu groß für dich. Du darfst das eh nicht. Ja, schade. Satz mit X. Ich glaube, das hilft dir jetzt nicht wirklich viel weiter. Sieht zwar wahrscheinlich super klasse aus. Gucken wir uns das mal an. Naja. So klasse nun auch wieder nicht. Okay. Hattest du sonst noch irgendwas gefunden? Das ist die Tranktasche. Das waren noch Tränke, die du gefunden hattest. Heilungselixier kannst du mal wegpacken. Schöpferkraft brauchen wir im Moment auch nicht. Du hast die Scrolls. Das Scroll hatten wir nämlich auch noch gefunden. Und zwar das Gefühl Mut, die kann also nur angewendet werden. Die pack doch mal bitte da rein. Und du packst mal die Tränke mal zusammen. Und ansonsten, was hast du jetzt da? Den Heldentrank. Der macht dir noch mal was. Plus 10 TP, also Hitpoints. ETB 0 wird allerdings auf 90% gesetzt. Naja.
Gut, wir müssen noch einmal kurz schlafen wegen der umgestellten Zauber. Jetzt haben wir auch die schöne Nachtsicht, hervorragend. Und das heißt, wir gehen jetzt wieder rein, aber vorher lege ich mal einen Safe Game an. Gibt es da eigentlich einen Shortcut? S? Nee. Nö. Haben wir nicht. So, LB 074. Bald haben wir die 100. Das geht schneller, als man denkt. So, wieder rein mit euch. Ich bin gespannt, was da jetzt weiter auf uns wartet. Ja, gehen wir jetzt wieder rauf. Also das ist ja sehr verwinkelt gewesen. Also teilweise gab es da Oh parallel ja noch ja. irgendwelche Treppen. Da muss man ja richtig aufpassen, dass man hier nichts verpasst, ne? So, genau, wir hatten das ja einmal hier, ging es rauf. Also in diesem Level gab es, glaube ich, nur diesen einen Aufgang, ne? Stimmt das? Oder rede ich wieder dummes Zeug? Da geht es nämlich auch hoch. Ja, seht ihr? Haben da eigentlich mal reingeguckt? Und da? Ja, ich weiß nicht, was jetzt sinnvoller ist. Wie weit kommen wir denn da? Schauen wir mal. Helfer natürlich voran, ist klar. Und wer fehlt wieder? Hallo? Hallo? Ja, Wer wird sich ja. darum kümmern? Ihr könnt ruhig hier unten langlaufen. Die Magier wieder, natürlich. Das Magiervolk. Oder das Magierpack. Analog zu dem Piratenpack, So, haben wir es denn jetzt, liebe Freunde? Ja? Traut ihr euch? Ja? So. Uns das bekannt? Tatsächlich. Ach so, dann kommen wir auch auf diese Ebene. Gut zu wissen. So. Ich verstehe. Hatten wir hier schon geguckt? Wie ging das nochmal? Nee, so ging das nicht. Ah ja, so ging das. Diesen Level hatten wir wohl erkundet, nicht wahr? Ja, da gehen wir jetzt erstmal nicht rauf. Da ging es einmal rauf. Und da ging es einmal runter. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder den Weg in der Mitte zu nehmen. Da war dann auch nichts mehr, obwohl da wahrscheinlich immer wieder welche nachkamen. Ja. Wir haben zwei Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen das mal. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich bin jetzt neugierig. So. Das sieht so aus, als wären wir hier noch im Inneren und der andere Weg, das führte ja irgendwie ins Äußere, auf die äußere Brüstung, bin ich. Also so erschien mir das jedenfalls, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ich gucke mal kurz auf der Karte, dann müsste. Ja, wir sind jetzt hier in dem äußeren Rund und wenn wir den Weg gewählt hätten, wären wir hier rausgekommen. Hier sind wir ja hier heftig angeschossen worden beim letzten Mal beim Suchen. Und ja, dann machen wir halt eben erst den äußeren Bereich. Elfer? Jawohl. Fallen, ne? Guckst du?
schätze ich. Ja, das ist in Ordnung. Du läufst ja vorne mit, ne? Und da kommen schon gleich die Scharfschützen. Ich bin bereit! Den Scharfschützen behaken wir genauso, wie er uns behaken will. Bereit! Mal gucken, wie viel der so aushält. Ah, nimm mal den Säurepfeil, genau. Komm, den Säurepfeil, so. Und ihr habt übrigens, Moment mal, ihr habt ja eure Schutzzauber gar nicht. Also nochmal zurück. Ja, Schutzzauber. Zu deinem Befehl. Schutzzauber. Ich bin vorbereitet. Verschwimmen. Hoffe. Jawohl, jawohl. Was brauchst du, Kumpel? Keine Ahnung. Das bitte? Ist das alles, was du kannst? Na, was? Du kannst ja den schon mal ein bisschen verhauen. Und du kannst den verhauen. Du bleibst erstmal da so. Ja? Nö, du kannst den auch mit verhauen. Und du gehst mit Pfeilen. Was soll es sein? Also, nein, du nicht. Du. Du hier drauf und du hast deinen Job. Alles, was du kannst. Okay. Ich bin bereit für Abenteuer. Meine Nahkämpfer gehen wieder auf den und. Ein Wort von dir ist genug. Ich habe jetzt übrigens zwei Feuerbälle. Deswegen hauen wir mal einen hier drauf. Obwohl, das ist Verschwendung, oder? Egal, wir haben es ja. Ist auch ein Krieger, alles klar. So, die sind platt. Das heißt. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhältst. So, Elfa soll ruhig ihre komischen Pfeile da verschwenden. Und die haben wieder alle nix dabei. Das ist ja recht wenig. Ja? Na gut. Die einfachen Pfeile sollst du ruhig verschwenden. Das schadet nicht. Aber mach bitte Fallensuchen an. Hier ist ein Durchgang. Müssen wir aufpassen. Aber wir wollen erstmal außen gehen. Geht's nicht weiter. Und zu finden ist hier auch nichts. Also andere Richtung. Also den Blitz hatte ich rausgenommen und dafür einen zweiten Feuerball mal reingelegt. Ich glaube, dass das sinnvoller ist hier. So, hier ist auch nichts zu finden. Das heißt, wir müssen da jetzt reingehen in den inneren Kreis. Na gut, dann machen wir das. Schön nach Fallen suchen. Machst du doch noch, ne? Was? Ja, machst du. Jawohl. Oh ja. So, auf den Fernkämpfer drauf. Ich nehme mal an, da sind noch mehr. Oh. Oh. Wir bekommen Besuch von hinten. Das ist nicht schön. So, die Bogenschützen, die sind doof.
Ihr kommt mal hier runter. So, die sind schon mal weg. Du könntest mal mit der Heilerei anfangen, und zwar auf ihn. Und du selber heilst dich auch mal bitte. Und solche Sachen. So. Ich bin hier. Das ist gut, dass du hier bist. Du brezelst mal hier einen rein. Geht das jetzt gerade ohne, dass... Du bist da unten, ne? Dann wirst du alle treffen. Das geht nicht. Das geht nicht. Dann machst du das so. Bereit und willig. Ja, das ist sehr gut. Trifft das unsere? Ich fürchte. So, den hat's getroffen. Aber die natürlich alle wieder nicht. Naja, okay. Kann man nichts machen. Sie ist festgehalten, das ist doof. Jawohl. Du wechselst mal bitte deine Pfeile. Nimm mal hier die plus 1er. Und zwar auf. Ich kümmere mich drum. Was willst du denn jetzt? Nö, ich denk gar nicht. Geh mal rein. War nur ein Scherz. Ich mach's. So. Ich bin hier. In Ordnung. Oho. So, die ist festgehalten, das ist blöd. So. Der will was von dir. Das ist aber doof. Jetzt nicht mehr. Dann müssen wir jetzt zu härteren Mitteln greifen. Das ist ja nicht zu glauben hier. Fast tot. Das dürfte dir jetzt mal beenden. Oder vielleicht reicht auch der. Versuchen wir das mal. Und du gehst, gibst ihm nochmal eine Säure obendrauf. Und Elfer darfst auch nochmal schießen. Der ist schon platt, okay. Ja. Dann schießt du jetzt. Auf den. Du haust den. Du solltest dich dahinter stellen. Ach, du bist ja das ist doch Goblin leicht. Immer noch gebunden. Ich bin hier. Du gehst auf den. Zu deinem Befehl. Verwirrung. Kannst du da hinten Verwirrung stiften? Das ist nämlich ein Magier, oder? Schattenoger, ist egal. Verwirrung geht doch nur auf die Fremden, ne, oder? So. Machst du mal was? So, wie geht's denen? Verletzt? Fast tot, du ja? Sollst den einfach Nö, hier mal fertig ich denk gar machen. Nicht dran. Doch. War nur ein Scherz. Ich mach's. Jawohl. Was? Behag den ich hier. Ich kümmere mich drum. Mein Schwert gehört dir. Lass mal einen erblinden hier. Kommst du an den dran? Sollte gehen. Und ja, wir wollen nicht gleich die größten Sachen hier raushauen. Aber unsere Kräfte bündeln so. Ist das alles, was du kannst? Ein Schamane, okay. Das heißt, den Schamanen machen wir weg. Ein Wort von dir ist genug. Was soll es sein? Jetzt machen wir Fernkämpfer. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Ja, heil dich einfach nochmal. Jawohl. Leicht verletzt. Es ist
Auch ein Schamane. Kein Problem. Jawohl, na gut. Ich bin klar. Und Lariel ist immer noch... Ich bin bereit für Abenteuer. So, dann alle auf den anderen Schamanen. Jetzt auf den. Und was haben wir da noch? Oberhäuptling. So, Lariel ist wieder dabei. Das ist schön. So, haben wir da was? Also die selber, die Mobs selber haben nichts fallen lassen? Ist das möglich? Ist das die Possibility? Was willst du denn jetzt schon wieder? Stellt euch mal so ein bisschen andersrum, so. Damit ich das mal checken kann. Doch, da liegt was. Da liegt doch was. Eine Axt. Und kannst du, was brauchst du? Helfer mal nach Fallen gucken lassen? Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ist da irgendwas, Elfer? Okay, dann guck mal rein. Ein Pflegel, okay. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhältst. So, dann geben wir die Sachen mal weiter hier an Kolas. Kannst du irgendwas von Haus aus erkennen? Nein, kannst du nicht. So, jetzt geht's mit der Heilerei los. Das ist schön. Ja, das dauert jetzt eine Weile. Das lässt sich nicht ändern. Gott sei Dank haben wir die jetzt da nochmal nachgezogen. Ich glaube, das reicht bei dir erstmal. Bei ihm bringt es nicht so viel. Weil lieber er ja doch recht viele Hitpoints hat. Er hat die meisten Hitpoints überhaupt. Das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Komm, du kriegst noch so einen. Besser ist es. So. Das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Dann... Ich kümmere mich drum. Ja? Oh ja! Na, ihr solltet schon zusammenbleiben. Und ich möchte, dass du weiter nach Fallen guckst. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit durchschlagen. Du könntest da wieder die normalen Pfeile erstmal nehmen. So, für die normalen Fälle, die normalen Pfeile. Alles klar? Jawohl! Jawohl! Prima. Ha, ha, ha. Freut mich. Also ich drücke hier parallel immer die Alt-Taste, damit auch angezeigt wird, ob wir irgendwas übersehen hätten. Und jetzt macht es Sinn, warum es so viele Aufgänge gibt, denn hier kommen wir nicht weiter. Und wir sehen aber ja, dass hier noch etwas ist, ne? Auf der anderen Seite, hier hinter der Mauer. Und zwar sehen wir sogar, dass da noch was Blaues ist. Das heißt, wir gehen wieder hier hin und nehmen jetzt den Mittelweg. Genau genommen machen wir das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Icewind Dale mit Elfa von Studio 5 und mit meiner Maus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.